So, ihr seid ja schon da. Ja, schaut euch mal das T-Shirt an, Leute. Das ist richtig braun hier unten. Ich hoffe es mal. Ja, man kann es sehen. Ja, das ist endgültig Geschichte. Jetzt werde ich natürlich gleich ein bisschen verweht hier. Ich habe euch gesagt, es ändert sich was auf meinem Kanal. Ja, es hat sich einiges geändert. Zumindest jetzt mal outfit-mäßig. Jetzt steht hier oben auf der Cap YouTube-Kanal HemmesAltTV. Hier auf der Brust, ne, steht HemmesAltTV. Ja, einige haben mir ja geschrieben, du, das mit dem T-Shirt ist nicht mehr so das Wahre. Gebe ich euch recht, deswegen habe ich das jetzt auch geändert. Ja, fehlt eigentlich bloß noch die Rückseite. Ja, und die zeige ich euch jetzt mal. Mal bloß gucken, dass ich nicht hängen bleibe. So, also das ist jetzt hier die Rückseite. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. YouTube-Kanal HemmesAltTV, das Baustellenmagazin, das Magazin. Ja, und weil ich ja so korrekt bin, habe ich natürlich nicht nur ein T-Shirt gemacht. Übrigens, das ist Beige mit schwarzem Aufdruck. Ja, es sind halt die Leute mit drauf auf dem Video, aber da kann ich auch nichts machen. Ja, das ist T-Shirt Nummer 2 in Schwarz und ja, man kann sagen in Gold. Für besondere Anlässe würde ich mal sagen. Für so Presseinfos und so weiter. Und hier das Ganze natürlich auch auf dem Rücken. Ja, ihr dürft mir gerne mal schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich jetzt so hier auftrete. Und das würde mich doch brennend interessieren, Leute. Ja, und jetzt werde ich natürlich immer meinen Rucksack dann abziehen, wenn ich irgendwo filme, und dass die Leute das dann auch lesen können. So, aber jetzt würde ich sagen, ist genug über mich geredet worden. Jetzt gehen wir mal hier an die Baustelle. Dann würde ich sagen, gehe ich mal noch ein Stückchen vor, dass man auch was sieht. Übrigens, das, was ich euch jetzt hier zeige, das habe ich übrigens erst gesehen am Samstag, wo die Kamera übrigens schon aus war. Ich zoome mal rein. Hier sind sie jetzt gerade an Elsteiner zu setzen. Ich denke mal, für die Auffüllarbeiten, wo sie hier machen. Ja, und dann habe ich mich ja gewundert. Ja. Für was die Fundamente sind, hätte mir eigentlich auch einleuchten können. Weil hier gibt es ja auch ein bisschen Fundament, nämlich für die Elsteiner. Ja, und ich denke mal, die Elsteiner werden hier hinter dem Schacht rumgelegt, dass man an dem Schacht noch ran kann. Ja, und dann wird hier aufgefüllt mit Erde. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt rüber, weil der Bagger da drüben, der schafft ja hier auch was. Und übrigens, hier an der Hauptstraße wird auch schon gearbeitet.
Da habe ich jetzt beim Herlaufen auch schon einen Bagger gesehen. Aber das für mich dann beim nächsten Mal, wenn es so wichtig ist, da schaue ich erstmal vorbei. Und dann würde ich sagen, laufen wir doch einfach mal ein Stück hier entlang. Ach so, und dann muss ich ja noch was auflösen. Also, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass ihr so pfiffig seid, Leute. Muss ich also ehrlich mal sagen. Ja. Ich habe gedacht, ich muss länger auf die Antwort warten, als ich gedacht habe. Aber ich sag's euch gleich. Ich muss mal geschwind einen Schluck trinken. Sorry. Hab mich etwas verschluckt. Ja, wie gesagt, ich hatte nicht gedacht, dass ihr so pfiffig seid und so schnell auf die Lösung kommt von dem Gewinnspiel. Also soll noch mal einer sagen, die S21-Fans, die haben es nicht drauf. Also ich muss ehrlich sagen, ihr seid echt die Besten. Ja. Weil wenn wir mal ehrlich sind, es hätte schwieriger sein, oder es war schwer, sagen wir es mal so, ja. Weil mit den zwei Tipps, wo ich euch gegeben habe, es geht hoch in die Luft und in die Dunkelheit. Also habe ich gedacht, ihr kommt da nicht drauf, aber ich hatte mich gewaltig getäuscht. Ich habe gedacht, ich muss da ein paar Wochen drauf warten, bis die Lösung kommt. Ja, und heute kann ich verkünden, dass der Wilfried Rabe, glaube ich, heißt er mit Nachnamen, am schnellsten war. Er hat mir gleich gestern in dem Live-Chat geschrieben, Filztalbrücke. Und das ist die korrekte Antwort. Also, es tut mir leid für alle anderen, die jetzt die Lösung noch reinschreiben. Es tut mir leid. Der 25-Euro-Gutschein. Vom Penny übrigens geht an den Wilfried, der war brutal schnell. Ich habe gedacht, vielleicht kommt ja auch der Hans oder so drauf, aber Wilfried war schnell und hat die Lösung gleich erkannt und reingeschrieben. Ja, und hier wird auch noch ein bisschen gearbeitet, sage ich mal. Also hier geht es ordentlich weiter. Aber oben am Portal tut sich auch noch was. Und ich würde sagen, da gehen wir rauf. Ja, ich nehme euch einfach wieder so mit hier. Also wenn es hier beim Rosensteintunnel mal einen Stau gibt, nicht böse sein, kriegt halt einfach hier an der Ampel hier, aber noch knapp
zweieinhalb oder anderthalb Jahre, sage ich mal, oder knapp über zwei Jahre, dann ist das auch vorbei. So Leute, jetzt habe ich mich hochgekämpft. Ja, hier sehen wir einen LKW. Der hat gerade abgekippt. Und zwar hier. Ja. Und da oben steht auch noch ein Bagger. Ich denke mal, dass hier langsam das Ganze verfüllt wird. Ich denke mal, dass der das mit seiner Schaufel hier nach oben holt und zwischen Erdreich und Portalhaube auffüllt. Ja, und hier kommt der andere LKW, der gerade abgekippt hat. Ja, und der andere fährt hier schon weg. Ja, und dem, wo ich euch gerade eben gezeigt habe, der wartet noch, dass er ranfahren kann mit seiner Ladung hier. Ja, gehen wir nochmal auf die andere Seite. Weil der hier mit seinem Spielzeug hier tut es gleich platt machen, sage ich mal. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter zur Emannstraße und schau mal, was da Neues gibt. Also von der Neckarbrücke war es uns jetzt erstmal alles. Übrigens, hier stehen zwei grüne Monster rum. Da ist eins. Und hinter den Toiletten stehen auch nochmal zwei, eins. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Emannstraße. Und nicht vergessen, eure Meinung reinschreiben, wie euch jetzt mein Outfit gefällt. Also, bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick im Abstellbahnhof hier. Also, hier hat sich nichts mehr verändert. Einzige, was sie gerade noch gemacht haben, aber das war am Samstag auch schon,
hier die Spritzbetonwand weg. Wo sie noch ist, ist hier unter der Brücke hier, unter der Behelfsbrücke, aber ansonsten ist sie schon überall weg. Ja, warten wir mal, wie es hier weitergeht, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier beim Zugriff Rosenstein, aber da gibt es auch nichts Neues zum Berichten. Klar, heute ist Montag, vielleicht haben die meisten jetzt auch Urlaub. Ja, schauen wir mal beim nächsten Mal, wie es hier aussieht, und dann würde ich sagen, bis gleich in der Wolframstraße. Gerade eben habe ich hier noch einen Hubsteiger mit zwei Arbeitern gesehen, die hier oben zwischen den zwei, ja, Wasserbehälter gearbeitet haben. Ja, kann durchaus möglich sein, dass hier der Rückbau beginnt, weil die Tunnel sind ja jetzt hier soweit fertig. Ich behalte es für euch im Auge und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich in der Wolframstraße angekommen und wir sehen, also hier die Seite ist noch nicht betoniert worden, sonst wäre jetzt schon ausgeschaltet. Aber hier drüben, da war am Samstag noch die Schalung dran, jetzt ist sie weg. Ich denke mal, da haben sie betoniert. Oder vielleicht auch schon vorher. Ja, und dann hier drüben wird jetzt mittlerweile die Schalung komplett aufgebaut. Das heißt, das wird wahrscheinlich diese Woche noch betoniert werden. Ja, und hier gibt es auch nicht viel mehr Neues zu sehen. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal weitergehen, aber hier, da tue ich noch mal rein. Weil hier machen sich solche Platten hin. Ich denke mal wegen die Seitenwand für den Tunnel, wo sie da hinmachen. Ja, das ist genau die eine Wand, wo noch fehlt, auf der gegenüberliegenden Seite von uns aus gesehen. Ja, und da wäre die Seitenwände schon mal soweit fast fertig. Halt, hier oben fehlt noch ein kleines Stück oben drauf. Aber wie immer. Und hier natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter zum Hauptbahnhof und sage bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick auf das Schwimmgassenseiten. In der Seite hier. Also die Armierung geht hier weiter. Wieder ein bisschen Armierungsstahl reingekommen, aber natürlich dauert das noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, hier bei der Galeriestütze geht es auch weiter. Der ist gerade von da unten wieder rausgekommen. Also Stück für Stück geht es hier bei der Galerie. Beim Galeriekelch weiter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, außer Verfüllungsarbeiten hier drüben gibt es hier eigentlich nichts Neues zum Berichten hier. BA21. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zur BA23. Da nehme ich euch wieder einfach so mit. Weil da hat sich heute was getan. Ja.
Ja. Jetzt sind wir BA23. Ja, und da fange ich heute mal links an. Also, ich habe heute Morgen die Betonpumpe gesehen. Ich sehe hier zwar nichts, keine Verschmutzung hier, aber ich denke mal, sie haben hier heute betoniert. Weil es war eindeutig eine Betonpumpe zu sehen hier heute Morgen. Ja, und hier gehen die Gerüste weiter für die Deckenplatte. Ja, hier drüben haben sie jetzt auch schon Gerüste aufgestellt. Für dieselbige. Ja. Und hier drüben. Da hat sich doch jetzt seit Samstag noch ein bisschen was verändert, Leute. Also ein paar Schaltafeln mehr sind dran gekommen. Also ich denke mal, wird demnächst hier so weitergehen. Das heißt, hier wird dann demnächst wahrscheinlich armiert werden. Ja, hier drüben sind sie noch am Arbeiten. Ja. Und dann fehlt ja hier drüben noch ein Stück Stadtbahntunnel. Hier auf der Seite. Aber das zeige ich euch gleich mal beim Vorlaufen, dass hier noch ein Stück Stadtbahntunnel fällt. Nämlich hier vorne, wo das Geländer ist. Weil da fällt noch der Stadtbahntunnel für die U14 und den Anschluss dafür, den sehen wir hier. Also, da fehlt noch definitiv ein Stück Stadtbahntunnel. Ja, und das wird dann wahrscheinlich demnächst auch noch gebaut, wenn hier die Zulauftunnel soweit fertig sind. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich auf dem Ferdinand-Leitner-Steg angekommen. Ja, und bis gerade eben hat er noch gebohrt. Und zwar da, wo das Rohr drin steckt. Ja, jetzt hat er gerade kurze Pause. Wahrscheinlich muss wieder aufgefüllt werden oder kommt ein neues Rohr rein. Muss man sehen. Ja, aber ihr hört schon hinter mir. Da geht es auch los. Ich würde sagen, da gehen wir dann mal rüber.
Ja, und da werde ich wahrscheinlich kurz die Cam runter machen müssen vom Stativ, um euch das auch zeigen zu können. Jetzt ziehe ich mal noch ein bisschen raus hier. Also hier unten ist das Loch Rohrbohr. Also fast unterm Fernand Leitner Steg hier bohrte das Loch hier. Ja, und ihr seht ja schon an der Höhe vom Rohr, das ist auf der Höhe von hier vom Ferdinand Leitner Steg. Ja, und das kommt jetzt dann noch ein ganz schönes Stück rein hier. Jetzt war natürlich nicht sehr viel Erde in der Bohrschnecke drin. So, und der geht hier natürlich in dieses Rohr hier rein. Jetzt habe ich gedacht, da hinten. Aber da habe ich mich getäuscht. Aber auch er hat nicht viel Erde rausgebracht hier. Da würde ich mal sagen, schauen wir doch mal, wenn der gerade so schön da steht, ob wir hier ein bisschen einlugen können hier. Natürlich reicht jetzt mein Arm nicht so weit rüber hier. Ja, und hier sehen wir übrigens das nächste Loch hier. Also ich glaube, da wird als nächstes gebohrt hier. Ja, und da kann man nur gute Besserung wünschen. So, jetzt mache ich mal wieder die Kämme auf das Stativ. Das nicht so arg wackelige Bilder entstehen. Ja. So. Ja, und hier drüben habe ich auch gerade was entdeckt noch hier. Da sind auch schon die Stahlträger drin. Hier drüben gibt es auch noch mal ein Loch, aber das sieht man gerade nicht. Da ist auch schon der Stahlträger drin. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ein Stück zur Seite.
Ja, den Ring erstmal da unten abgesetzt. Wieder die Bohrschnecke rein ins Loch. Aber jetzt kommt erstmal das Rohr noch ein Stück runter hier. So, jetzt kommen die Bohrschnecke wieder raus. Ja, und da ist schon was drin jetzt. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Vielleicht komme ich nachher nochmal hierher. Aber ich will ja auch noch andere Sachen sehen. Also bis gleich. Ja, wenn ihr das Video seht, ist ja schon Dienstag. Also muss ich ja wohl oder übel sagen, wo der Hans mir am Sonntag im Live-Chat geschrieben hat. Er glaubt nicht, dass Montag betoniert wird. Also praktisch heute so gesehen bei mir jetzt. Ja, und da muss ich ihm auch eindeutig recht geben. Ja, also heute wurde nicht betoniert hier. D4,
Aber es kann natürlich durchaus möglich sein, dass vielleicht morgen oder am Mittwoch oder Donnerstag ist Feiertag oder nächste Woche betoniert wird. Das muss man sehen. Ja, auf jeden Fall sind die Armierungsarbeiten hier abgeschlossen. Da drüben wird noch ein bisschen an dem Anschlussbeton geflext, sag ich mal. Ja, und hier drüben gibt es noch ein paar Reinigungsarbeiten. Das ist aber alles. Ja, Leute, und somit bin ich auch schon wieder durch mit meinem Video. Heute etwas schneller, dass ich auch noch alles drauf kriege. Ja, und somit bleibt mir nur noch eins zu sagen: Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Wer zum ersten Mal auf meinen Kanal gestoßen ist, hier unten kann man ihn jederzeit kostenlos abonnieren. Und ich sage es immer wieder, Tageszeitung kostet jeden Monat Geld. Ob das jetzt die normale in Papierform ist oder die E-Zeitung, kostet jedes Mal Geld. Dieses Abo ist kostenlos. Ja, und wer hier rechts drüben die Glocke anklickt und auf alle geht, dann bekommt man jedes Mal Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und bevor ich es vergesse, ich möchte noch den Herrn grüßen, den ich hier auf dem Ferdinand-Leitner-Steg getroffen habe. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Nur leider muss ich dann mal wieder los. Ja. Und wer mir etwas spenden möchte, einfach hier unten in der Videobeschreibung, da steht alles drin. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen: Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, und wie immer, bleibt mir gewogen. Und was ganz wichtig ist, Leute, bitte bleibt oder werdet gesund. Und teilt das Video, teilt den Kanal, dass recht viele Leute das Video sehen. Und jetzt zum Abschluss nochmal Gratulation an Wilfried, der den 25-Euro-Gutschein gewonnen hat. Ja, Leute, somit ist das Gewinnspiel zu Ende, leider. Wilfried war ganz schnell, hat es gleich am... Also gestern Abend, also wenn ihr seht, am Sonntagabend in den Live-Chat geschrieben. Ja, vielleicht mache ich noch ein paar Trostpreise, mal schauen. Ich werde es euch dann im nächsten Video sagen oder beziehungsweise dann im Live-Chat schreiben. Aber schauen wir mal. Ja, und somit bin ich fertig für heute. Ich sage ciao, am Mikro und an der Kamera war wie immer für euch der Hemme im neuen Outfit dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Outfit. Ja, und somit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.